RTCI nous réunit. RTCI, Internationaler Rundfunk, deutschsprachiges Programm. Pharrell Williams, happy, dass Tunesien an der ITB teilnimmt. Die ITB, das ist die 51. Auflage der ITB, besser gesagt Internationale Tourismusbörse Berlin. Sie findet vom 8. bis zum 12. März 2017 statt. Und direkt von der ITB habe ich natürlich meinen Kollege und natürlich auch Star und Sterne Koch Rafiq Tletli. Willkommen, Rafiq. Hallo, hallo, grüß euch. Es ist eine wie schöne Stimmung hier in Berlin mit unserem tunesischen Stand vom Tourismus. Mhm. Und tunesischen Stand und natürlich die tunesische Reiseverein, der Stav, mhm. ist dabei und hat einen einigen Stand. Und wir kochen hier und lassen die Leute, die Besucher, was Tunesisch probieren. Super. Aber außerdem sind da ganz schöne Bilder. Der Stand von Tunesien ist wirklich sehr schön dieses Jahr, mit so schönen Bildern, so schöne verteilte Büros, die jede Büro repräsentiert. Ein Teil von einer Region, eine touristische Region von Tunesien. Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben genug, sehr viel Besucher. Also die zwei ersten Tage mhm. sind für Professionelle und nachher kommt Publikum, also Publikumbesuch. Mhm. Und die Leute, ich sehe, dass die Leute haben Interesse für Tunesien und Interesse, nach Tunesien zu reisen. Super. Und was kochst du ihnen ja. so Gutes? Bitte? Was kochst du ihnen so Gutes? Ach so, wir dürfen leider nicht nur warm kochen. Dann habe ich alles kalt gemacht. Mhm. Und zum Beispiel die Slatted Blanquit, das ist dieses Stück französisches Brot mit ein bisschen Meschwier und Thunfisch, mhm. Eiern, Oliven, Kapern und Käse. Mhm. Wir haben gefüllte Gurken gemacht mhm. und gefüllte Gurken mit Schmierkäse. Die lachen alle auf mich, ja. Ich spreche hier und die sind rum, mhm. rum, die sind alle froh und die lachen. Deswegen, ich kenne meine Worte nicht. Super. Sag mal, und Süßes, gibt es auch Süßes? Und dann habe ich Toshi gemacht, diese mhm. Weiße Rüben-Salat mit Harissa und erstaunt, wie ich bin, Deutsche essen gerne scharf. Wir haben ein paar Dosen Harissa mitgebracht und die Leute probieren Harissa mit Olivenöl hier. Also ist wirklich sehr schön. Außerdem, wir schenken ein tunesischen Wein und tunesische Orangensaft. Oh, super. Und insbesondere ja. die Orangen, davon haben wir viele. Wir haben Orangen von Tunesien mitgebracht, ne? Super. Maltese Tunesien. Natürlich, muss auch sein, unser Export. Ja, genau. Super. Wie lange bleibst du noch dort? Bitte? Wie lange bleibst du noch? Bis Sonntag. Der letzte Tag ist Sonntag. Das sind 4 Tage, ne? Das sind 4 Tage. Und wer kam so alles aus Tunesien mit euch? Ja, das sind viele Hoteliers, die hier gekommen sind, viele Reisebüroinhaber, die hier gekommen sind, um Kontakte mit DRW, der Deutsche Reiseverein, und viele Hoteliers, also viele Reisebüros oder große Konzepte von Konzerne von Reisen. Mhm. Und ich fühle, dass der Tourismus wird ganz schön zurückkommen nach Tunesien. Das ist eine große Freude. Super. Toi, toi, toi. Viele Grüße, liebe Grüße an Berlin. Ja. Dankeschön. Alles Liebe von uns und natürlich, dass ihr mit viel Kundschaft zurückkommt. Dankeschön, Ines. Jo. Vielen Guten Dank. Tag und bis dann. Jo. Tschüss. Dir alle. Auch. Dankeschön. Das war soeben Rafiq Tletli, unser Star- und Sterne-Koch aus der ITB Berlin.